Hi Leute, herzlich willkommen hier bei Green Jaws. Ich bin der Matze und heute bin ich hier im Bayerischen unterwegs, genauer gesagt so etwas im Alpenvorland. Hier gibt es ja noch ganz viele Moore. Eins davon habe ich hier entdeckt, das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Und vielleicht haben wir auch Glück und finden hier den einen oder anderen Sonnentau. Ich bin gespannt. Viel Spaß mit dem Video heute. Ja, und Moore stellen ja einen ganz besonderen Lebensraum dar. Viele geschützte und seltene Tier- und Pflanzenarten finden hier ihre Heimat. Der Mensch hat sich diese brachliegenden Flächen aber schon sehr früh zunutze gemacht. Und gerade so im Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert wurden auch ganz, ganz viele Moore trockengelegt. Das heißt, man hat Entwässerungsgräben gezogen, wo das Wasser herausfließt, damit man eben diesen Torf abbauen kann. Der kostbare Torf, den man vor allem zum Heizen genutzt hat. Und so war auch dieses Moor hier nicht davon verschont geblieben. Und die Auswirkungen, die sieht man auch heute noch. Es ist hier im Moment alles sehr trocken. Viele große Bäume hier außenrum, vor allem die Birken, die ziehen auch nochmal richtig viel Wasser raus. Das fördert natürlich diese Trockenheit im Moor. Und viele dieser seltenen Pflanzenarten müssen hier einfach mit der Trockenheit kämpfen und werden vielleicht über kurz oder über lang verschwinden. Eine typische Moorpflanze, die in jedem Moor zu finden ist, ist Wollgras. Hier haben wir jetzt Aeriophorum vaginatum, das scheidenblättrige Wollgras. Und man erkennt sofort an den weißen Samenständen. Also das ist nicht die Blüte, das sind schon die Samen. Und die warten jetzt darauf, hier vom Wind eben verteilt zu werden. Und so breitet sich das Wollgras super schön aus. Das hier, Aeriophorum vaginatum, ist jetzt ein horstbildendes Wollgras. Also das bleibt immer sehr schön so als Horst zusammen. Es gibt ja auch noch Ausläuferbildendes. Das ist zum Beispiel das Angustifolium. Das macht euch aber, wenn ihr das im Moor habt, sehr schnell alles voll. Deswegen bei Moorbeeten am besten immer nur dieses horstbildende Wollgras verwenden. Und das ist hier gerade eben sehr schön anzusehen, gerade jetzt im Frühjahr, wenn hier überall diese weißen Büschel auftauchen. Und wir haben hier unten, wenn wir mal auf den Boden gucken, auch noch Sphagnum. Aber ihr seht schon, es ist alles sehr, sehr trocken. Also hier hat es wohl schon längere Zeit nicht mehr geregnet, beziehungsweise eben viel zu wenig. Hier blüht übrigens gerade noch Vaccinium oxycoccus. Das ist die Moosbeere, also das einheimische Pendant zur Cranberry aus Amerika. Auch eine ganz typische Moorpflanze und die zieht sich hier eben richtig schön durch. Aber eigentlich müsste hier jetzt richtig Wasser stehen, damit es richtig schön moorig und sumpfig ist. Aber es ist eben alles sehr von der Trockenheit geprägt. Hier sieht man es auch nochmal sehr, sehr schön. Was hier natürlich hinzukommt, diese Birken breiten sich hier auch enorm aus. Also hier sind überall diese kleinen Sämlinge zu sehen, die hier aufkommen. Oder es sind ja schon kleinere Bäume. Und die ziehen natürlich nochmal richtig viel Wasser. Diese Gräser und Binsen hier sind übrigens auch maßgeblich an der Torfbildung beteiligt. Also Torf ist ja hauptsächlich Sphagnum, dieses Torfmoos, wenn sich das zersetzt. Aber eben auch diese ganzen Bestandteile hier. Und man sieht es hier unten sehr schön am Untergrund. Also hier, das ist jetzt der torfige Untergrund. Und diese ganzen Blattreste, was hier dann eben verrotten, das bildet eben auch diese torfige Schicht hier. Und ihr seht es auch schon hier. Hier ist zwar das Potenzial da, dass hier alles unter Wasser steht, aber es ist halt alles sehr, sehr trocken im Moment. Es
sind jetzt hier nochmal an einer anderen Stelle, ein bisschen weiter tiefer im Moor drinnen. Und es ist hier alles noch ein bisschen feuchter. Das Phagnum ist auch richtig nass. Und das zeigt sich auch in der Vegetation. Die sieht hier nochmal ganz, ganz anders aus. Zum einen haben wir hier auch wieder Wollgras. Wir haben aber auch hier Heidelbeeren. Das ist eine Vaccinium-Art. Dann haben wir hier weiterhin Caluna vulgaris, die Besenheide, die sich hier so auf dem Boden entlang kriecht. Teilweise aber auch so im Hintergrund sieht man es vielleicht, diese dunkelgrünen Stellen, dass es so richtige große Büsche ausformt. Und gerade Caluna kann sehr nass wachsen, verträgt aber auch trockenere Stellen. Deswegen kommen die sehr weit verbreitet hier im Moor überall vor. Und wir haben hier sogar auch noch Andromeda polifolia. Das ist die Rosmarinheide, auch eine typische Moorpflanze. Bloß den Sonnentau habe ich noch nicht gefunden, aber da schaue ich jetzt nochmal genauer nach. Und nach langem Suchen habe ich jetzt auch endlich einen Sonnentau entdeckt, und zwar Drosera rotundifolia, der rundblättrige Sonnentau, eine unserer drei einheimischen Arten hier in Deutschland und ist auch der am weitesten verbreitete, ist auch der kleinste von unseren drei einheimischen Arten. Also der rundblättrige Sonnentau hier, der wird gerade mal so 5-6 cm maximal im Durchmesser, und man muss hier schon auf alle Viere hinuntergehen, dass man den entdeckt, vor allem halt auch, weil er in diesem roten Sphagnummoos sehr gut getarnt ist, aber hier sind riesige Flächen voll, also es ist bestimmt 2 Quadratmeter, was hier alles voll ist mit Drosera rotundifolia, und wirklich sehr schön anzuschauen hier. Ja, und dieser Sonnentau hier hat sogar eine Ameise gefangen, die strampelt hier noch und versucht hier mit allen Mitteln zu entkommen, aber je mehr sie strampelt, umso mehr Klebstoff wird jetzt von der Pflanze freigesetzt, und die ist jetzt eben schon verloren und wird bald verdaut werden. Inmitten dieser Caluna wächst dieser etwas größere Sonnentau hier. Der hat jetzt so gute 6 cm im Durchmesser. Ich gehe mal mit dem Finger hin, dass man da so ein bisschen einen Vergleich hat. Aber es ist trotzdem noch sehr, sehr klein. Also ihr seht schon, die einheimischen Arten alle sehr, sehr klein. Deswegen wundert euch da nicht, wenn ihr auch so eine Pflanze zum Beispiel jetzt bei mir bestellt und da kommt nur so ein kleiner Topf an. Die sind so groß, die sind tatsächlich ausgewachsen in der Größe. Hier habe ich gerade noch einen großen Ameisenbau entdeckt mit ziemlich großen Ameisen. Witzigerweise haben die hier aber ihr Nest nicht aus irgendwelchen Nadeln gebaut, wie es sonst oft so üblich ist, gerade im Wald bei den Ameisen, sondern aus Sphagnummoos. Also das Weißliche, was ihr hier alles seht, das sind alles solche Sphagnummoosfetzen. Das Sphagnum kommt hier übrigens auch in verschiedenen Farben vor. Also rotes Sphagnum ist hier dabei, ganz grünes Sphagnum. Aber ich würde mal sagen, das Rote ist hier doch eher das Überwiegende. Und gerade die ganzen Drosera rotundifolia, die sitzen hauptsächlich in dem roten Sphagnum. Das macht es dann auch wieder ganz, ganz schwierig, die zu entdecken. Aber die sind hier wirklich überall. Also die sind hier so zahlreich verbreitet, das gefällt mir richtig gut. Also der Bestand ist auf jeden Fall gesichert, wenn es hier nicht auch so trocken wird wie weiter drüben. Drosera rotundifolia ist der Sonnentau, der hier in Deutschland am weitesten verbreitet ist und nahezu in jedem intakten Moor vorkommt. Der Drosera intermedia, also der mittlere Sonnentau, ist auch noch sehr, sehr weit verbreitet, ist jetzt hier aber leider nicht gewachsen. Und Drosera anglica ist hauptsächlich so im Alpenvorraum verbreitet oder auch dann eben wieder in Norddeutschland oben, aber habe ich jetzt hier leider auch nicht gefunden. Nichtsdestotrotz ein sehr schöner Standort. Ich habe mich riesig gefreut, hier den rundblättrigen Sonnentau zu finden, und abonniert natürlich gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, weil auch in Zukunft werden natürlich wieder weitere Naturstandorte folgen und natürlich auch Kulturtipps und vieles mehr rund ums Thema Karnivoren. Hinterlasst auch gerne einen Kommentar und natürlich einen Daumen nach oben, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Matze.